Herzlich willkommen zu einer Folge auf der Karte auf dem Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ja, Sonntag. Hatte ich in der vorigen Folge ein bisschen verdüst, aber gut, egal, nichts zu ändern. Wir aktuell machen wir auf Feld Nummer 14 Düngerstart aus 2 mit Gärreste, damit wir später düngen können mit normalen Dünger für Tube 3. Leider sind die Felder 2 und 15 noch nicht reif, das ist bei 83%. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Ich schätze mal morgen, heute Nacht oder so, wo da Regen ansagt. Zur Not werden wir dann ein Gras mähen, wenn das Gras Stufe 2 erreicht hat. Oder wenn wir ernten können, werden wir ernten, ne? Ansonsten werden wir mähen. Haben uns dann noch einen neuen Traktor gekauft. Der müsste jetzt gut arbeiten, aussieht. Ah, hier ist er. Das ist ein Mod. Gleiche Funktion, nur halt an der Farm, ne? So. Fahren wir mal zum Hof. Kostenpunkt ungefähr genauso wie die anderen Fahrzeuge, anderen Traktor. Wir bereiten das Mähen vor, das heißt Mähwerk anbauen und rüberfahren. Ja, Kurven halten das gut. Das in der GS dauert ein bisschen, das ist dann ein bisschen eine etwas längere Geschichte. Wir müssen noch den Kurs speichern in den Düngemodus speichern. Das machen wir gleich. Dann hat man meistens die Erfahrung beim nächsten Mal, beziehungsweise eine neue Aufnahme mache, ist der Kurs nicht gespeichert und dann haben wir Problemchen. Also gleich speichern. Na, hier nicht. Aber ich wollte hier über einsteigen. So, hier speichern. So. Düngen mit Gärreste. Hier ist alle ein bisschen kurz, da muss ich kurz fassen. Hier. Gärreste. Feld 14, 30 Meter. Man kann auch zur Not mit anderen fahren, aber das ja gut, kann man. Speichern. Aber man sieht, er macht genau da weiter, wo man sieht, aufgehört hat. Und so können wir das Ganze entsprechend nach und nach fertig machen. Hauptsache die Frucht geht nie ein. Gepflanzt. Und hier blau wäre ganz schlecht, ne? Und hier kann man erkennen, Düngerstufe 2. Und er holt sich das entsprechend von da ab. Noch von da nicht, von dem Punkt ungefähr. Das gleiche könnte man auch mit Gülle machen, aber Gülle haben wir nicht so viel. Ach so, ja. Ich wollte das Mähen vorbereiten. Falls hier irgendwo ist er. So. Fahren wir den auch mal hin zum. Ja, Feld Nummer 12. Wer möchte, kann jetzt die Maschinen bestellen. Ist soweit. Bei mir in der Firma, das tut ich, ne? Hier nicht. Man geht da zum Händler und sagt, das möchte ich haben. Und der Händler macht alles.
Direkt bei der Firma bestellen geht nicht. Dafür haben wir unsere Vertragspartner. Die machen alles. So, auf den Deich rauf und dann gleich rechts. Ah, da hüpfen sie alle die Fahrzeuge hier. Wollen wir noch Feld Nummer 19 kaufen? Nein, ne? Nein. Verschulden wir uns nicht. Was wir machen können, wir können mal ganz kurz zur BGH gucken, was die unsere Silage bald macht. Wenn man zwei gleiche Fahrzeuge hat zum gemeinsamen Fahren, ist es ein bisschen einfacher, weil die beide gleiche Fahreigenschaften haben und es weniger Probleme geben wird. Wende, Radio etc. Also Wende, BGH, wie ist unsere Hilari hier? Ha, da ist sie, wollte ich sagen. Sagen wir, hat die geklaut. Silage, Silage, Silage. Da können wir schon mal hingehen. LKW nehmen, LKW, LKW. Da können wir den nehmen. Dann nehmen wir unseren Ladewagen für die Silage, für Ballen. Dann knallen wir gleich ein paar rein. Ah, da ist er schon wieder, ein Fahrer hier. Uiuiui. Da legt aber einen Zahn zu hier. Dann können wir ein paar Silageballen verkaufen und dann. Jo. Dann haben wir es schön, ne? Das ist aber hochgemacht, das Ding. Müsste nur eine Meldung kommen, das Getreide ist reif oder so, ne? Das wäre nicht schlecht. Na, so geht's auch. Wir sind schon vorhin gewundert, warum man da leicht anhält und dann keine Reaktion, ne? Tja. Dementsprechend den Wender rausfahren. Hier ist unsere Fräse noch. Unsere schöne Silage hat sich ein bisschen aufgelöst. Es war nicht so viel, aber mit den Karten extra war die Silage weg. Holz 2.3 wurde ja konvertiert, also entsprechend angepasst. Verkaufsstellen etc. Brauerei wurde entfernt. Eine Freistelle, dass man entsprechend die nächste platzieren kann. Was ja im Grunde auch besser ist. Ah. Ups, und schon 100.000 weg. Können wir wieder aufnehmen. Und dann können wir gleich ist ja so tun, ne? Können wir heute Nacht wieder einige hunderttausend verdienen. Früher gab es ja gleich Geld. Fahren wir noch zum BGH Nord. Machen das gleiche da so auch. Also die anderen Fälle machen ein bisschen Sorgen. Das sieht noch mächtig verkümmert aus. Müsste ich mal anfragen, ob die Wachstumszeiten jetzt entsprechend auswirken, weil er hat die ja verlängert gehabt. So normal Modus war der egal, aber ist ja wurscht.
ist, müsste ich ihn heute noch anschreiben, einen Kommentar, und dann könnte er noch darauf reagieren, theoretisch, wenn er es noch liest. Obwohl ich mal sagen muss, auf die Turing-Karte habe ich auch am zweiten Tag ausgesät und habe im Prinzip im frühen Herbst geerntet. Also so groß ist der Unterschied nicht. So, dann wollen wir gucken, welche der beiden Ballen schon gelagert sind. Und auf Stapel von der Menge her, von der Sorte her. Beide Silage. Dann ist es okay. Sonst hätte ich umschichten müssen. Also erst aufnehmen und dann entsprechend. Na, also. Das hat schon mal geklappt mit Gras. Äußerst. Wie soll ich sagen? Ist blöd. Weil. Ist ja unnötige Verschwendung. Weil für Gras gibt man nicht so viel. Überhaupt was kriegen, ne? Ah, das macht nichts, das ist ganz schon. Weil das beides Silage ist. Also die Farbe hat nichts zu sagen. Beides der gleiche. Ich habe mir nur meinen zweiten für eine andere Farbe entschieden. Nur schwarz werde ich nicht nehmen. Das ist. Das macht sich ganz schlecht im Dunkeln. Dann lieber rosa als schwarz. Na. Nicht U. Z. So. Jetzt nochmal U. Und jetzt deaktivieren und mit B und mit Z ablegen. So, jetzt hat er sie tun. Oh. Das meiste ist drin, das ist okay. Kann er auch hier stehen lassen. Später habe ich noch ein bisschen zu tun. Das ist schön. Jetzt brauchen wir einen Traktor. Hm. Hauptsache, da steckt man irgendwann im Weg. Obwohl, muss ich dazu sagen, wenn wir gleich auf Feld Nummer 15 die Aussaat machen, dann sind sie nicht im Weg. Also wenn auf Feld Nummer 1 Wachstum kommen würde, um das wäre zu sehen, dann wäre es auch Feld Nummer 15 reif. Aktuell sind wir 5, das ist ganz okay. Also dann würde auch theoretisch unsere Wiese noch wachsen. Das wäre ideal werden, ne? Also, aber hier wird es auch nicht gedüngt sein. Das sind wir nochmal pflügen, kann man auch. Aber 19. Vielleicht mit dem Ertrag, der. Wenn wir die Ernte im Winter verkaufen. Wie gesagt, Winter ist dann wahrscheinlich eher. Ja, also ein Tag in jedem Tag im Prinzip ein Tag die 9 Folgen. Also im Grunde ein Vierteljahr, ein ganzes Jahr. Oder ich das verkehrt jetzt, kann auch sein. Also ein Tag in der Jahreszeit, also eine Jahreszeit, ein Vierteljahr, das ist heftig. Alles Kalk. Dünger haben. Haben wir gerade hingestellt, ne?
keine Pflegereifen. Das ist aber nicht tragisch. Ist ja noch nicht gewachsen. Beziehungsweise wenn wir das erste Wachstumsstufe. Hier könnte man auch noch rüberfahren. Aber das kommt irgendwann. Ich weiß nicht genau wann. Muss immer auf achten, wenn die Wachstumsstufen durchgehen. Die Zeiten sind immer gleich. Ob 11 Stunden oder weiß ich nicht genau. Bei der Marsch war das, Meshknapp war das 11 Stunden. Nicht ganz 12. Wenn die Zeiten sich merkt, dann kann man das ungefähr vorausrechnen und planen. Weil der könnte jetzt theoretisch auch düngen, so düngen wie der andere düngt. Wie jetzt nur ohne Führungskurs. Ne? Und den dürfen wir da nicht hinstellen, sonst steht er im Weg. Wachstum. Ja, 83%. 6%. Und sehen wir, was die Gärflüssigkeit bringt. An Feuchtigkeit. Auch 6. 67. Prozent. Ach, die Frucht, ist die Frucht. Ach, Dünger ist das, ja, Dünger. 6%, 13, 83. Das ist Dünger. Frucht. So, ist er wieder unterwegs. So, was hat er noch zu tun? Weil die Zeit läuft nämlich ab. Ah, das wird nichts mehr. So, liebes Zuhörer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Das hat mich gefreut. Dann seid mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Bis für hoffentlich Montag. Ne? Tschüssi.